abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts Blocky-Scanlet gestartet. Eine angenehme Reise. Waffeneinschränkung aufgehoben. Willkommen, Sam Porter Bridges. Unser oberstes Ziel in dieser Region ist der Bau eines Ersatzes für einen vom Teer verschlungenen Wegposten. Zuerst musst du einen Bunker mit unseren Forschern ins chirale Netzwerk integrieren. Aber wir wissen weder, wie es Amelie geht, noch was Higgs im Schilde führt. Das beschäftigt uns genauso wie dich. Erst in Edgenot City können wir mehr erfahren. Deshalb müssen wir zuerst diese Region anbinden. Du solltest mit dem Geologen und dem Paläontologen beginnen. Letzterer hat etwas für die Evo-Devo-Biologin. Sie solltest du also zuletzt aufsuchen. So kannst du eine Lieferung abschließen und gleichzeitig den letzten Ort verbinden. Komm hierher zurück, sobald alle drei am Netz sind. Dann können wir uns dran machen, den verlorenen Wegposten zu ersetzen. Einer unserer Geologen untersucht im Rahmen seiner Forschung zu prähistorischen Aussterbeereignissen Fossilien. Er gräbt dort draußen schon eine ganze Weile und leidet mittlerweile unter den Auswirkungen von chiraler Kontamination. Das ist zweifellos die Folge der starken Chiraliumbelastung während der Grabung. Bevor der Bereich nicht dekontaminiert wurde, kann er nicht weiterarbeiten. Und erholen wird er sich auch nicht. Deshalb müssen wir ihm etwas Chiralium-Entferner bringen. Die Erdschicht, die das Team untersucht hat, stammt aus dem Ende der Kreidezeit. Aus der Zeit des berüchtigten Massenaussterbens, das die Herrschaft der Dinosaurier beendete und die Erde den kleinen Säugetieren übereignete. Es ist das jüngste der großen fünf und eines der größten Massenaussterben aller Zeiten. Unser Team hat etwas wirklich Bemerkenswertes entdeckt. Kommst du darauf, was es ist? Einen Fossilienstrand. Sollte es wirklich das sein, was wir denken? Dann hat er eine gewaltige Entdeckung gemacht. Deshalb, Sam, ist es wichtig, dass du diesen Chiralium-Entferner schnellstmöglich lieferst. Auftrag zugewiesen.
Das ist für dich. Hallo! Hey, du! Das ist ein guter Tag. Das ist für dich. Danke für die Hilfe. Geliefert. Sam Bridges! Oh, Gott sei Dank! Ich hatte Angst, du würdest zu spät kommen. Im Grunde hatte ich in letzter Zeit ständig Angst. Mich haben diese Visionen geplagt, die ihr an Doomsleidenden seht. Dieser Ende-der-Welt-Kram. Ich habe die Albträume auf die Erschöpfung geschoben. Chirale Kontamination kam mir nie in den Sinn. Gut, dass die selbstmörderische Phase noch nicht begonnen hatte. Sterben ist keine Option. Meine Forschung ist nicht mal ansatzweise abgeschlossen. Es ist nicht nur mein Leben, das du hier rettest, sondern auch mein Lebenswerk. Hast du mich gefragt, ob die Medikamente je ankommen würden? Du bist wohl wirklich gut in dem, was du tust, hm? Vielen Dank.
Plötzlich bin ich Teil der UCA und habe Zugriff auf eine Fundgrube historischer Forschungsunterlagen. Jetzt sollte es einfacher sein, diesen Fossilienstrand zu erforschen. Vorausgesetzt, ich kann beweisen, dass er das ist, was ich denke. Ich freue mich aber auch darauf, unsere eigenen Ergebnisse zu teilen. Kannst du glauben, dass chirale Ablagerungen in 65,5 Millionen Jahre alten Schichten gefunden wurden? Der Beleg für einen gestrandeten Tod in der Urzeit. Schon lange, bevor der Mensch auftauchte, gab es auf der Erde Chiralium. Diese Schicht ist der Beweis. Sieh dir das an, Sam. Siehst du diesen schwarzen Riss da? Wir halten ihn für den Ursprung des gemessenen Chiraliums. In ferner Vergangenheit haben Erdbeben Reibungswärme entlang von Bruchlinien verursacht. Dadurch sind Schichten aus Pseudotachylit entstanden. Wir nennen diese Schichten Erdbebenfossilien. Entsprechend könnte man unseren Riss hier als Fossilienstrand bezeichnen. Dass ausgerechnet diese Schicht Chiralium enthält, kann kein Zufall sein. Das deutet stark darauf hin, dass beim Kreidepaläogen-Aussterbeereignis Strände aufgetaucht sein müssen. Und nicht nur da. Das chirale Netzwerk hat Daten gerettet, nach denen man in Schichten, die mit anderen Aussterbeereignissen korrespondieren, ähnliche Fossilienstrände fand. Es scheinen also bei den großen fünf und allen anderen großen Aussterben Strände aufgetaucht zu sein. Dank der Erweiterung des chiralen Netzwerks konnten wir in diesen verstreuten Datenpunkten ein Muster ausmachen. Du hast unsere Forschungsprojekte vorangebracht und dafür gesorgt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir alles Verlorene wiederherstellen und alle verbliebenen Rätsel lösen können. Aber das ist erst der Anfang. Sam, wenn du das zu Ende bringst, könnten wir bestimmt viel neues Wissen erlangen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Wenn du glaubst, ein Prepper ließe dich auf seinem Grund bauen, dann irrst du dich gewaltig. Der Sensorenring markiert sein Gebiet, also wähle einen Ort außerhalb. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Thank you.
Einschränkung aufgehoben.
abgeschlossen. Wird geliefert. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für deinen Beitrag.